Amen. Moment, es kam inzwischen was vom Boss-Scherge, aber ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Und wenn das überhaupt ist, ich lese es vor. Okay. Die E-Mail-Adresse ist bossscherge@trashmail.com. Hillerine Fikette Talgdrüsen Eva. An Fragezeichen an Ausrufezeichen an Fragezeichen. Hurensohn ohne E ist der, sag ich immer. Mama hat Fischer Mans Friends in der Scheide mit Y geschrieben. Omas Fotze mit Doppel-T stinkt wie Sau. Omas Fotze ist recht grau. Opa singt Hava Nagila. Opa ist gefährlicher Drogendealer. Opa singt Last Christmas. Opa trägt Pumas. Opa, also immer mit Doppel-P geschrieben, ist in einem Dilemma. Opa raucht Mono. Aminooxidasehemmer. Opa hat Zinkmangel, Opa spielt Triangel. Opa ist ein Lauspup, Opa macht jetzt YouTube. Opa ist klug, Opa macht Fotzenentzug. Opa trägt Toupet, Opa ist Fan vom BVB. Opa ist beim BND, Opa wählt NPD. Opa kann Kung Fu, Opa ist ein Huso. Opa macht Jujutsu, Omas Kitzler läuft spitz zu. Opa hat CD in Vorhaut, Opa hat Cloud, Opa ist cool, Opa ist plusquamperfekt. Opa sagt Ahoi, Opa liest Tolstoi. Opa schläft im Stall, Opa hört nichts mehr, nicht mal lauten Knall. Opas Fickstock ist schneller als der Schall. Opa ist Stinktier, Opa trinkt viel Bier. Opa saugt an Fickerle wie wilder Eber, Opa ist ein Schatzgräber. Opa hat Unterhose, Opa verteilt im Weihnachtsmarkt Lose. Opa, Opa, mit R geschrieben und Doppel-P gescheit. Opa hat mit Oma Streit und jetzt wieder mit Doppel-P. Opa singt fröhlich laut Opa, Opa am Fick, an Fickstock. Von Stricherbub verlegen, schüchtern schaut. Opa reimt Opa, Piller Schmatz keimt. Opa war Bläser bei den Roten Opa, saugt beim Fabian Boten, mit TH geschrieben. Opa hat den Maulscheide voll, Opa findet sehr, sehr toll. Opa spielt Tetris, Opa hat Dammriss. Opa hat den Pipischmatz von dem Russen saugen getut, Opa ist eine elendige Judenbrut. Opa bekommt Ansage, Opa, ich mit Basi erschlage. Opa ist Pianist, Opa lacht Brie, Schindlers List. Opa macht Breakdance, Opa saugt Pöllerschmatz bei Fans. Moment, ich muss mal runterscrollen. Ach du meine Güte, das geht dann auch ewig, na egal. Wo war man stehen geblieben? Moment. Ja, also genau. Ich mach nochmal hier. Schindlers List war das, ne? Ja, genau. Opa macht Breakdance, Opa saugt Pöllerschmatz bei Fans. Dem Opa, dem sein Nachbarsfreund tut mich besaugen tun, denn Opa ist ein Stinktiersohn von dem Neffen, dem sein AA, groß geschrieben, zweimal A. Opa ist Fischer, Opa ist Stricher. Opa ist Rap-Freestyler, Opa spittet Vierzeiler. Opa ist Wunderheiler, Opas Schwanz ist ein Granitpfeiler. Omas Geld ist knapp, Oma trägt gebrauchten Hijab. Opa hört in Anführungsstrichen sexy and I know it, während er strippt. Opa gewinnt Schach in zwei Zügen, Opa tut beim Schach betrügen. Opa lungert rum an der Bushaltestelle, Opas ist dort Dosensardelle. Opa ist der blanke Huhn, Opa ist ein Hurensohn. Opas Acid kickt, Opa hat seine Doktorarbeit abgetippt. Opa rappt, you can't touch this. Opa spielt Tetris. Opa tanzt Gangnam Style, Opa ruft laut Heil, Opa spielt gern Dart, Opa ist eine Wichsersaat. Opa abonniert den Drachenlord, Opa wird gesperrt vom YouTube-Support. Opa saugt lauthals, Opa ist bekannt in der Pfalz. Opa verkriecht sich in Vaterschweins Arm, wenn dem die Haare vor Angst zu Berge machen stehen tun. Und jetzt groß geschrieben, Opa soll mich anstarren, tun machen, weil die Starre von dem Opa macht mich schüchtern. Und ich blase dann machen, tun, wie ein Kobold, der sich über Münze freut. Dem Opa lasst gesagt sein, dass er ist ein großes Schwein. Opa saugt, Opa tut alles immer so schön fein. Ich fragte Opa, wie kannst du nur so ein Schwein sein?
Opa gewinnt bei Schere, Papier und Stein. Opa starrt mich an. Opa ist Daniel Sang. Opa, jetzt wieder klein, also normal am Anfang. Opa trinkt Urin. Opa bläst für Rubin. Opa macht Hitler groß. Opa hat nur halben Fuß. Opa ist Räuber. Opa ist dick schwul. So, Opa hat den Oma am Scheidelein gespielt. Aus Omas Scheide kam dann Papa geschielt. Opa hat die Scheide lastiv, Opa hört massiv. Opa küsst Pillerspätze, Opa macht gegen Nigger Hetze. Opa ist Sumera, Opa rinjobbt ein Eber, rimjobbt einen Eber. Opa macht Kamme, Hamea, Opa verdurstet in der Sahara. Opa ist Babybell, Opa ejakuliert schnell. Opa geht zu Pegida, Opas Arschloch heißt Erika. Opa tut Juden vergasen, Opa tut Juden vorher beblasen. Opa tut Oma ficken, Opa lässt Stinktiere auf sein Arschloch blicken. Opa gönnt sich Kippen, Opas Rektalfettzinn ist umstritten. Oma wird geritten, Opa lutscht ihre Schlauchtitten. Opa war bei der Kavallerie, Opa, Opas Pillerspatz ist ein Vieh. Opa hat das Arschloch breit, Opas Arschloch ist geweiht. Opas Popoloch gnatzt, Opa wird beschmatzt, Opa war bei der Marine, Opa macht in Po-Scheide Sardine, Opa erdrosselt sich mit der Gardine, Opas Lölles landet auf der Guillotine, Opa rammt seinen Affenschädel in Fugo, Opa würzt mein Poschi mit Basilikum, Opa hat den Schwanz krumm, Opa grunzt dumm, Opa hat Wasserkopf, Opa geht zu Lidl und zündet sich wildgeifernd sein Arschloch an, Opa mit IR lässt Lölle, Rella, Opa bestellt Dönerteller, Opa will sich profilieren, Opa tut Leberwurst auf seinen Arschloch schmieren, Irene Baraka bekommt die Hängetitten vollgepupt, 1488, die Zahl. Opa will Juden das Poloch zerbersten, Opa ist Nazi. Opa ist witzig, Opa bläst den Itzig. Omas Foot ist tipptopp, Opas Pipi ist ein Flop. Omas Foot ist picobello, Opas Lölle hat die Konsistenz von einem Marshmallow. Omas Foot ist vortrefflich, Omas Foot ist hochgräflich, Omas Foot ist knifflig, Omas Foot ist glitschig. Omas Foot ist obskur, Omas Foot ist eine Virenkultur, Omas Foot ist glitschig, Omas Foot ist kitschig. Omas Foot ist ominös, Omas Foot spritzt sich AIDS intravenös. Omas Foot ist porös, Omas Foot ist voluminös, Omas Foot ist pausbackig, Omas Foot ist fünfzackig. Papa hat die Sahne steif, Papa nutzt zum Kochen Sahne steif, Papa frisst Obladen, Papa frisst Naruto, Papa frisst Verpackungen, Papa riecht Pup, Papa riecht nach AIDS, also EETZ, Papa schnüffelt wild in Omas Wäsche, Papa kann Krav Maga, Papa hat gezeugt ein Versager mit Doppel-R, Opa Scheide ist reich, Opa Scheide ist ein Scheich, Opa hat steifen Opa, will ich begreifen, Opa hat Wu-Tang-Clan, Baggy-Hose, Opa verkauft auf dem Rummel lose, Opa ist dick schwul, Opas Baggy-Hosen sind Kugel, cool geschrieben mit KUL, Opa ist fickrig, Opa isst mich, Opa ist Maivis, Opa macht Stress, also die Armin Maivis, Opas Pipi ist dick, meine Po-Scheide mache ich für Opa schick. Opa ist Mormone, Opa nimmt weibliche Hormone. Opa ist schlau, schwul, Opa ist cool, wieder mit KUL geschrieben. Opa fährt Moped, Opa ist nett. Opa frisst Kaubonbons, Opa hat Verbot. Opa bekommt Dresche, Opa wäscht Wäsche. Opa fickt Männer, meine Po-Scheide ist bei Opa der absolute Renner. Opas griechischer Name ist Labilos, Opa malt nur mit Stabilos. So, ich hoffe, es ist bald vorbei. Es ist ja zum Kotzen hier. Es nervt mich langsam. Was ist denn nun los hier? So, Moment. Wo war mein? Ah ja, Labilos. Opa ist kahl, er fickt meine Po-Scheide. Ich habe keine andere Wahl. Opa sagt, wir schaffen das. Opa ist krass. Opa hat Araben als Freunde. Opa ist sehr gefährlich. Opa, Fragezeichen, groß geschrieben, Stinktier. Zwei Ausrufezeichen. Opa riecht Furz im Schneidersitz. Opa fliegt. Messerschmidt, Papa hat die Fickkette lang. Opas Ficcalini ist sehr stramm. Liebe Grüße, Geno-Bindestrich-Bio-Wulf Spritzborg. Na, ich glaube nicht, ob das das Boss-Scherge ist. Das war's jetzt, oder wie? Ja. Ach, Ist ja du Scheiße. ein kranker Spinner. Ich habe auf jeden Fall noch Hetze dabei, das ging zu weit. Ja. Ich glaube, der versteckt da eine Botschaft auf jeden Fall, die man unterschwellig wahrnehmen soll vielleicht. Na, ich denke auch.
Ja, schön an unsere Enigma-Abteilung weiterschicken. Dann können die das überprüfen. Ach nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das kommen ja immer wieder Mails hier. Du kassierst Headshots, menschgebliebener Gruppenvergewaltigung, 67G sterben, du Hurensohn, warte nur, Angebot für sie, deine Mutter wird vorzeitig sterben, Pillerine, Fikette, Talgdrüsen, Eber, du Sau, ein vom Rasser, Mui Brat, Ebola, Berber im Gesicht, Warenhandel, 67, Todestag von Herrn Baraka, gut, die kann ich vorlesen, 27.04.2018, ihr nicht, lesen Sie mit Bedacht, gut, die kann ich, Code 573, 523. Gut, die zwei lese ich noch vor, die anderen nicht. Jetzt erstmal hier Todestag von Herrn Baraka, 27.04.2018. Todestag von Herrn Baraka, 27.04.2018, also in ein paar Tagen. Sie werden an diesen Tagen sterben, Mimon, und Sie können nichts dagegen tun. Keiner wird sich vor Ihnen stellen, wenn ich mit meinem matt-schwarzen Machete Ihre Gesicht mit IE geschrieben und sein in zwei Hälften zerteilen und dies mit meiner Action Cam mit K geschrieben, aufnehmen und ins Internet hochladen, damit sich viele darüber vergnügen können und sie als Lachfigur in Erinnerung bleiben nach ihrem Tod. Ja, das sollte Priorität kriegen. Ja, denke ich auch mal. Also der auch Priorität 1. Was war da Ja. noch so? Na, habe ich doch eben vorgelesen. Hinhören. Nichts weiter. Ja, aber ich würde jetzt alle Mails vorlesen, Mimon, damit Nee, das auch nee, alles nee, nee. gespeichert. Habe ich Naja, da. gut, aber dann ist auch gut. Danach nicht mehr. Ja, Das muss okay. reichen für Nee, heute. liest am besten noch die, die jetzt da sind, und dann reicht das auch erstmal. Ja, Dann haben wir genug Leute, um die wir uns kümmern Ja, müssen. eben, es geht ja um meine Sicherheit. So, ich lese jetzt hier, lesen Sie mit Bedacht in Klammern, Code 573523. Der Azlak flot los, Mutterficker und wickelt am Mick. Street Fight for Life, nix mit Bestzeit. FFM, also groß geschrieben, wichst rein, Street Kings und Crime Time. Narco schickt heim, fickt und fickt, wie eine Tech, Bindestrich nein. Blockstyle, Anaqua, mein Scheiß, Anana. Mach Moves, Haraka, erzielt, Kies, Baraka. 65, also die Zahl, Komma, Tijara, ritt's rein, wie ein Katana. Startschuss, Massaker, 385, die Zahl der Araber. Deutscher Rap ist Mashkara, Tunisi, Nordafrika. Bald kommt der Klassiker und mein Scheiß wird asiger. Fickflows sind massig da, mach du mal kein Palaver. Original Kanaka, ich fick dein Arsch, Malaka. Gut, das war das. Merkt ihr, das ist immer in Reimprosa geschrieben? Merkt ihr das? Ja. Ja, das war richtig. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Dichter und Denker. Nee, wir hatten ja auch mal so einen irren Kopfgeldjäger, den wir mal hatten. Der hat ja auch immer auch bei Vorstellungsgesprächen so einen Scheiß gelabert. Also, ich kann mir vorstellen, das war der Dennis wahrscheinlich. So, die Ja. nächste. So, die nächste. Ihr nicht. Siehst du das? Kranplatz. Da soll ich jetzt 16 Tonnen drauf abstellen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Das ist das Problem. Hä? Fragezeichen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Kranplätze müssen großgeschrieben, verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Du musst mal fragen, ob die, weiß ich nicht, sollen wir nach Hause fahren oder was? Ist doch lächerlich, oder? Fragezeichen. Wissen doch, was so ein Kran wiegt, oder? Fragezeichen. Junge, jetzt kriege ich langsam hier, werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam, jetzt reicht's mir langsam groß geschrieben. Haben die kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? Groß geschrieben. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Junge, 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 Junge. Och Mensch, hör auf. Paar Nichtskönner, originale Nichtskönner. Das hier ist eine Baustelle für Vollidioten, genau solche Vollidioten, wie diese Norweger sind. Vollidioten, großgeschrieben. Darum sind die auch nicht in der EU, weil die am Leben vorbeilaufen, diese Spinnerbande. Gar nichts, Komma, zusammenpacken, Ende, großgeschrieben, Ausrufezeichen, können doch nicht mal Bandmaß großgeschrieben halten, Ausrufezeichen. So, und das war die Mail. Was für ein kranker, wirrer Mist. Ja, das hört sich aber sehr obskur an, als ob da irgendwelche Geheimbotschaften drin wären. Ja gut, bei dem weiß ich es nicht, aber wir schauen uns das an, wir gucken den Absender, wenn der irgendwie verdächtig ist, dann schnappen wir den uns. Ja, jetzt eine eindeutige Drohmail. Überschrift ist am Anfang groß. Ebola, Berber, auch groß und dann klein, im Gemischtwarenhandel.
gemischt am Anfang groß, waren am Anfang Großhandel auch 67. Und ganz einfach die Aussage normal geschrieben und auch grammatikalisch richtig, willst du sterben? Fragezeichen, ich kann das arrangieren. Gut, arrangieren hat er am Anfang groß geschrieben, Ausrufezeichen. Würde ich auch sagen, Priorität. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ah, den habe ich auch schon zweimal, sehe ich gerade hier auf der Liste. Der kriegt gleich einen dritten Haken und dann wird das, kommt er höher auf die Prioritätsliste. Und ach, das hier ist ja seltsam. I from Russia, Mui Brat. Forgive English, I'm Russia. I come to study clothing and fashion at German University. I'm here a little time and I'm very hard stressed. I'm gay also and this is very difficult for me. I'm very religion person. I never act to be gay with other men before. But after I'm in Germany 6 weeks, I am my friend together. He is gay also. He was showing me German fashion and then we are kiss. Schlechtes Englisch. Wie, also ein kleines W und dann groß wie WE, sex together. I never before now tell my mother about gay because I'm very shame. As I fuck, also mit O geschrieben, CK, this German boy, it is very good to me, but also I feel so guilty. I feel extreme guilty as I begin orgasm. I feel so guilty that I pick up my telephone and call mother in Russia. I awaken her. It too late for stopping, so I'm coming. Sex, I'm very upset and guilty and crying, so I yell her. Groß geschrieben, I am coming from sex, in Klammern in Russia. She say, what? I say, I am coming from sex, groß geschrieben. And she say, you boy, you do not marry German girl. And I say, no, I am coming from sex with man, I'm an ass. I come in ass and my mother very angry me. She's not get scared, so I hang up phone and I'm very embarrassed. Falsch geschrieben mit ASS am Ende. My friend also, he is very embarrassed. I'm guilt and feel very stupid. I wonder why do I gay with men. But I continue because when it's bird, it feel very good in German ass. So, das war das. Auf Englisch diesmal. Mhm. Ja. Von einem Russen was? Auch noch. Ja. Was für ein Blödsinn. Ja. So, das hier ist, ich weiß nicht, vielleicht wieder eine verschlüsselte Botschaft anhand eines Gleichnisses. Du Sau. Überschrift, groß und kleiner, groß geschrieben, du Sau. Um fair zu sein, man muss schon einen sehr hohen IQ haben, um die AfD zu verstehen. Ihre Politik ist extrem unterschwellig und ohne ein solides Verständnis von Politikwissenschaft kann man das als typischer Wähler nicht nachvollziehen. Dann ist da noch Gaulands nihilistische Sichtweise, welcher sehr tief verstrickt ist mit dem Parteiprogramm. Seine persönliche Philosophie stützt sich sehr stark auf Adolf Hitlers Literatur beispielsweise. Die Mitglieder verstehen das, sie haben die intellektuellen Kapazitäten und die Tiefe des Programms wirklich wertzuschätzen, zu realisieren, dass sie nicht nur recht sind, sie sagen etwas Tiefes über das Leben, Leben großgeschrieben. Konsequenterweise sind großgeschrieben. Leute, die AfD nicht mögen, wahrlich Idioten. Natürlich würden sie beispielsweise Bernd Höckes existenziellen Reden, welche eine kryptische Referenz zu Josef Goebbels epischer Sportpalastrede darstellen, nicht wertschätzen können. Ich lächle gerade bei der Vorstellung, wie einer dieser entfalteten Einfallspinsel sich in Verwunderung den Kopf kratzt, während sich Alice Weidels geniereicher Witz auf seinem Fernseher entfaltet. Welch Idioten, wie ich siebe mit Seide. Tja, und ja, nebenbei, ich habe ein AfD-Tattoo. Und nein, du darfst es nicht sehen, das ist nur für Frauenaugen. Und selbst dann müssen sie vorher demonstrieren, dass sie innerhalb 5 Punkte, meine eigenen Punkte sind vorzugsweise niedriger. Im besten adäquaten Deutsch geschrieben, Groß-, Kleinschreibung, Satzzeichen, grammatikalisch alles beachtet, wobei ich mich frage, was hat das mit mir zu tun? Ja, eben, irgendwie ein bisschen seltsam. So, AfD ist ja mit damit gar nichts zu tun. Naja, vielleicht ist es auch nur Gespamme, einfach nur. Ja, müssen wir trotzdem im Auge behalten. Man weiß ja nie, wer da dahinter steht. Richtig. Verdächtig ist schon mal nur, dass das fast alles von Guerilla-Mail kommt. So, jetzt kommt hier, deine Mutter wird vorzeitig sterben. Niemand, schämst du dich eigentlich nicht, dass du wie eine Mistratte hinterm PC saß, als du deine Mutter vorgeschickt hast, du rückgratloser Hurensohn, anstatt deine Mutter nicht in diese Scheiße mit reinzuziehen, du Vollidiot. Dafür wird deine Mutter jetzt wegen dir groß geschrieben, vorzeitig sterben und daran bist allein du schuld. Mit freundlichen Grüßen. Ja, das werden wir mal sehen. Rothaar-Schenks, ne? Also S-H-A-N-K-S, ja. Den sofort ermitteln, Leute. Sofort ja. Weiterleiten. Der hört sich gefährlich an. Okay. Ja.
Das war, das... wie war sein? Rothaarschenks? Ja. So, Angebot für Sie. Ich habe herausgefunden, wo Ihr Vater sich aufhält. Ich könnte den Kopf Ihres Vaters für Sie besorgen für 1500 Euro. Dafür bräuchte ich 5 Tage Vorbereitung und 2 Tage Ausführungszeit. Und der Auftrag, Ihr Vater den Schädel abzuschneiden, wäre erledigt. Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich bei mir. 0178, tatsächliche Handynummer, wenn das mal stimmt. Mit freundlichen Grüßen, also MFG, Groß X, dann klein A, T, A, ah ja, Xatas Nackenfalte. Und Nackenfalte jeweils 2 Worte und am Anfang groß geschrieben ohne Leerzeichen. Also Xatas mit X, ja, genau. Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Das ist, glaube ich, so ein krimineller Moslem-Rapper. Das ist, glaube ich, auch ein Judenfeind. Das ist auf jeden Fall so ein Rapper. So, wieder was gegen meine Mutter. Warte nur. Ein Mann kann Geschlechtsverkehr mit Tieren wie Schafen, Kühen, Kamelen haben. Jedoch sollte er das Tier töten, nachdem er seinen Orgasmus hatte. Er sollte nicht das Fleisch an die Leute in seinem eigenen Dorf verkaufen, jedoch das Fleisch ins nächste Dorf zu verkaufen ist erlaubt. Zitat aus Tariro Lavalsh von Ayatollah Ruhola Khomeini, Band 4, Darol Elm, Kukum, Iran, 1990. Deiner Mutter blüht das Gleiche, du AIDS-krankes Schwuchtelwesen ohne Beine. Auch merken. Auch sofort weiterleiten. Ja. Weiter. Alles klar. Alles aufgenommen. So, geh sterben, du Hurensohn. Stirb doch einfach. Keiner mag dich. Du hast keine Freunde. Wieso willst du noch leben, du AIDS-kranker Bastard? Niemand nimmt dich ernst. Keiner will dich in ihren Kreisen, Vereinen, Organisationen. Haha, wenn die wüssten, etc. Du wirst für immer alleine bleiben. Keiner wird dir helfen. Nur Satanas. Deswegen nimm dein Blut aus deiner rechten Hand und schmier ein Pentagramm. Lock deine Mutter zu diesem Pentagramm. Und stech mit einem Messer sie 666 mal ab und du erlangst ein zweites Leben. Mit freundlichen Grüßen wieder unser beliebter Rothaarschenks, den wir eben hatten. Ah, der schon wieder. Der scheint nicht gefährlich zu sein. Es sind nicht mehr so viele momentan. So, menschgebliebener Gruppenvergewaltiger 67. Du Hurensohn, bald kriegen wir deine Mutter in unsere Finger. Okan, Murat, Ali, Muhammad, Tarkan, Ismail, Ferhat und ich werden deine Mutter schön ficken und du Hurensohn wirst zuschauen. Kleiner Lelek, ich fick deinen Allmann, Gott, Güt, du Pick, ich zieh deiner Mutter an ihren Chemohahn, die Schlampe hat ja förmlich eine Halbglatze, du Bastard, ich schwöre, die hat Krebs, und jetzt großgeschrieben auf alles, wenn die stirbt, werde ich auf ihr Grab scheißen, du kleiner Hurensohn, wir Türken werden Deutschland übernehmen, Lan, wir haben Almanja aufgebaut, du deutsche Kartoffel, du hältst gegen Türken, wart ab, ich habe deine Adresse, du Orusbukucho, na, das dachte ich mir beinahe, sollte man auch merken. Rätschweine. Und jetzt kommt hier eine schöne Mail nochmal, die Überschrift kleingeschrieben, aber korrekt, mit Leerzeichen, du kassierst Headshot. Alles groß geschrieben. HDF, Hundesohn, ich ficke deine Mutter, du Bastard. Alter, ich dresche dir deinen ganzen Chromosome aus dem Wanst. Spastenkind, danach hau ich dich in den Rollstuhl und box dich da auch wieder raus, du Lauch. Komm klar auf dein Judenleben, du Kartoffellauch. Was bist du, stärker als ich? Ich pumpe jeden Abend 30 Kilogramm Handelbank und kann deine ganze Sippe zum Krüppel kloppen. Und dann hier dieses Smiley mit X und D. Komm, Dortmund, Hauptbahnhof alleine, du ehrenloser Deutscher, mit CH geschrieben. Und du kriegst, K-R-I-S-T, einen Stich in der Backe, du Knecht. Grüße von Oligo. Aha, Oligo, okay. Soll ich dir mal ganz oben auf die Liste hin tun? Ja, ich würde sagen, bist du nicht in der Priorität. Es gibt was Positives. Habt ihr da was gemacht? Dieser komische Jemenit, Kehl Akbaba. Hallo Mimon, ich muss mich kurz fassen. Ich schwöre dir, ich schreibe dir nie wieder Mails. Es tut mir wirklich leid. Ich schwöre, es kommt nicht mehr. Wart ihr das? Ja, ich glaube, da hatte der Hatebox mal ein paar Leute mit Waffen hingeschickt zur Drohung als kleinen Warnhinweis. Ich glaube, das ist deswegen wahrscheinlich. Na wunderbar. Oder war das die IP-Wechsler vielleicht? Weiter? Das musst du dann der Reichshänder sagen, weil ich habe ihm nur die Sache weitergeleitet. Vielleicht hat er da auch schon was getan. Ja gut, der Reichshänder ist ja gerade im Außendienst. Vielleicht war er ja da, ich weiß nicht. Kann schon sein. Ist immer schön vorbeigegangen. Ja. So, ihr lieben geduldigen Freunde und Brüder. Nur noch 3 Mails, dann haben wir es erstmal geschafft. Ein Glück. Ja, aber ich bin gut im Lesen. Ne? Ich könnte ganze Bücher vorlesen. Ja, ziemlich gut. Auch wenn diese Mails sehr gewaltsam sind, ist es sehr angenehm anzuhören. Genau. Ja, vielleicht mache ich nochmal als Hobby Hörbücher oder irgend sowas. So, groß geschrieben, du wirst sterben. Die Zahlen 06, 06, 9 und dann ein großes C, ein H und O.
Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet. Atzlak öffnet die Höllenpforten. Hier knallen Pistolen, während ihr rappt über Ohrschellen. Ich bin der Zuhälter. Deutscher Rap ist mein Bordell. Welcome to 06069CHU. 06069 06069 CHU 06069. Also die Zahlenfolge untereinander. Mein Sabi Rashi tickt immer noch haschisch. Frag nicht nach Grämmchen, komm erst ab Paket. Blockhits sind hungrig und locken dich mit Twizzlerprobe aus Marseille. Rippen dich ab, nachdem sie kommen auf Aki. Zwar sind Löcher im Innenfutter von der Chavignon-Lederjacke, trotzdem zwei Rollis pro Arm, Yachtmaster, rechts, links, Submarine. Fick das Sozialamt, der Motor hat Durst vom roten Ferrari. Kauf es, streck es, wasch es, press es, pack es ab, show, verscheck das Kokain. Was wissen MCs schon von Haram Masari? Fick ihre Mütter, verpass ihnen Narben mit der scharfen Maschee. Schreibt den Text, während der halbe Block wartet, bis der kackt. 1200 Gramm Schnaff im Dickdarm von Nigerian, das ist für die Aslaks, für die Straßen-Ninjas, in Klammern, Ausrufezeichen. Für die mit den Skimasken auf dem Motorrad-Ninjas, in Klammern, Ausrufezeichen. Warum kommt Hafts Album denn schon wieder im Winter? Das ist Räubermusik und da wird's früher dunkel, was eine Frage behindert. Die Banken kratzen an den Wolken, ich mach am Jarak, wie komme ich an Euros? Kiddies auf der Jagd nach Spaß fahren im getauten Golf rum. Hätten sie nur gewusst, dass sie umkommen, nachdem sie die Bullen verfolgen. Mutter am Heulen, der Leichenhaus ähnelt einem See aus Tränen. Im gleichen Moment schießt einer der Väter mit der 9mm auf den Bullen und tötet direkt durch die Schläfe. Da habt ihr, was ihr wollt, ihr Hurensöhne. So, ich muss jetzt runterscrollen. Fick deine Integration, ich knall die Kugel direkt durch deinen Schädel. Das ist für die Aslaks, für die Straßen-Ninjas, in Klammern, Wuhu, Ausrufezeichen. Für die mit Skimasken auf dem Motorrad-Ninjas, in Klammern, Wuhu, Ausrufezeichen. Warum kommt Hafts Album denn schon wieder im Winter? Das ist Räubermusik und da wird's früher dunkel, was eine Frage behindert. Das ist für die Aslaks, für die Straßen-Ninjas, Wuhu, in Klammern. Für die mit den Skimasken auf dem Motorrad-Ninjas, Wuhu. Warum kommt Hafts Album denn schon wieder im Winter? Das ist Räubermusik und da wird's früher dunkel, was eine Frage behindert. Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet. Aslak öffnet die Höllenpforten. Hier knallen Pistolen, während ihr rappt über Ohrschellen. Ich bin der Zuhälter. Deutscher Rap ist mein Bordell. Welcome to 06069 Show. 06069. 06069 Show. 06069. Und dann zum Schluss ein großes W, 2 O, Ausrufezeichen. Scheint ein Lied zu sein. Ja, wobei da sind irgendwie versteckte Morddrohungen drin. Ja. Das hört sich irgendwie nach sehr fragwürdiger Poesie an. Eben. Ja, da will sich wohl einer lustig machen oder so, keine Ahnung. So bedroht es ja nicht direkt, deswegen werde ich die Priorität etwas runtersetzen, weil wir haben jetzt sehr viele Personen, die wir jetzt observieren werden müssen, beziehungsweise herausfinden müssen, wo die wohnen. Aber dieser Kiel Akbaba macht weiter, aber das, ja, ich werde auch sehr weit extra zu dir kommen, mein Habibi, und dir am Fickstock. Also, der hat, den von wegen, da ist nichts passiert, der macht weiter, der Kiel Akbaba, der ihm, aber das lassen wir jetzt. Ja, das kannst du ja lassen. Jetzt hier eine ganz wichtige, weil die Überschrift ist bezeichnend. Du NWO-Schwein bist dran. Überschrift. Fick deine, alles groß geschrieben. Fick deine Mutter, du Hundesohn. Ich bin 100% Musulman und 100% Hanefi Sunnit. Laber, was du willst. Du bist Sekte. Du Kafirs Mohammed, in Klammern CC. Ist mein Prophet, du Hundesohn. Sag ich doch, euer scheiß Bayern ist tot. Du Bastard, ihr seid alle Nazis. AMQ. Ihr macht Dönermorde, jeder tote Türke ist 10 Millionen von euch Nazis wert. Allahu Akbar, eure Drecksstraße wird inshallah ausgerottet, wie Juden und Christen. Mit Doppel-N-O, ja. Natürlich. Wer schießt da gegen die NWO oder wie? Nur weil du dabei bist. Ja, das naja, Juden und Christen ist ja wohl eindeutig, an wie das gerichtet ist, also der weiß Bescheid. Ja. So, die letzte, Scheidedick. Geierbastard, Geierclown, das scheint relativ harmlos zu sein. Starr mich mal an und dann groß weiter. Lahn, starr mich an. Ich bin Schorsch, will mit Durchfall betunkt werden und mit Butterfly von dem Hakan, dem sein Butterfly bedroht werden, getut werden. So, das war's. Okay, gut. Ja, das, Das werden viele Aufträge für den Außendienst und die Observierung.
Sollen wir noch einen Außendienst fragen, ob die da ein bisschen unterstützen können? Ich habe hier noch 4 Mails. Wollen wir die noch schnell durchhechen? Ja, mach mal die noch schnell, ja. Ja. So, nicht zu tief, Baraka. Mimon, jetzt du vorsichtig. Vorsichtig. Schön gerade. Ja, ja, super, schön. So ist es schön. Ja, ja. Und jetzt groß geschrieben, nicht zu tief, Mimon, nicht zu tief. Nicht zu tief, Mimon. Sei bitte vorsichtig, sei ganz vorsichtig, bitte. Ja, hey. Keine Kapriolen, Mimon, bitte, bitte. Bitte, groß geschrieben, gib mir die Fernbedienung. Gib mir das Steuer, bitte komm. Mimon, bitte. Mimon, bitte, ich habe gestern Abend in mühseliger kleinen Arbeit wieder hingekriegt. Bitte vorsichtig, 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 nicht so tief. Mimon, nicht so tief, habe ich gesagt, groß geschrieben. Mimon, bitte, bitte, vorsichtig, vorsichtig. Siehst du das denn nicht, dass der zu niedrig ist, da gerade an diesem Ballen dort? Na, groß geschrieben, Ausrufezeichen, oh Gott, oh nein, groß geschrieben, Ausrufezeichen. Mimon, bitte, bitte, groß geschrieben, Ausrufezeichen. Das war kein Meter, hast du das gesehen? Gib mir das Steuer. Gib mir das Steuer, groß geschrieben, Ausrufezeichen. Nein, groß geschrieben, Ausrufezeichen. Mimon, bitte das Schild. Vorsicht, groß geschrieben, Ausrufezeichen. Du sollst einlanden. Einlanden, groß geschrieben, habe ich gesagt. Und das ordentlich, Ausrufezeichen. Lande ein, bitte. Ganz gerade und ganz vorsichtig und ganz ruhig. Ganz vorsichtig, hua. Vorsichtig, vorsichtig, ja, oh ja. Achtung. Was soll das bedeuten? Ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ziemlich wirr. Also das ist auch kein Einsatz machen, dass das heißen soll. Das ist echt verwirrt. Ich stelle ihn auch in der Rangliste nach unten, weil der scheint ja. Ja, das so Zeug ist belanglos. Also. Scheint ein Spinner zu sein. Da gibt es wichtige Leute. Jetzt wieder was mit Priorität, lieber Mimon. Ich werde deine AIDS-kranke Nafri-Judenmutter mit ihrem eigenen Kopfkissen erdrosseln. Da kann dir auch deine Sauorganisation der NWO nicht mehr helfen mit ihrer Security. Sag Hatebox dem Saujuden, ich werde ihn und seine Security kalt machen. Die haben dich das letzte Mal beschützt. Stopp. Jetzt wird's aber persönlich. Von wem war die Mail nochmal? Kannst du die nochmal vorlesen, bitte? Das war ja gerade. Soll ich nochmal vorlesen, ja? Sehr gerne, ja, ja. Ich werde deine AIDS-kranke Nafri-Judenmutter mit ihrem eigenen Kopfkissen erdrosseln. Da kann dir auch deine Sauorganisation der NWO nicht mehr helfen mit ihrer Security. Sag Hatebox dem Saujuden, ich werde ihn und seine Security kalt machen. Die haben dich das letzte Mal beschützt. Das wird doch von Oligo sein wahrscheinlich, ne? Also vom Konsorten, weil der ja vertrieben wurde wahrscheinlich. So, und dieselbe Mail nochmal. Ich wette, dass die waren ja bei dir, ne, von Oligo und ich wette, die wussten das wegen der Security, das ja. So, aber hier nochmal eine Mail von dem Andreas Barth, der ja mit seinen Hooligans aus Dresden kommen sollte, hat er nochmal geschrieben, viele Grüße aus Dresden, das hat man ja schon, sein Entschuldigungsmilchen. Ach, der hat sich entschuldigt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das ist kein Thema. So. Ja, okay, naja. So, und dann nochmal dieselbe Mail wie eben in Bezug auf dich, Hatebox. Gut, ja, Hatebox, ne? Ja, der Hatebox wird sich da wahrscheinlich persönlich drum kümmern, so wie ich ihn kenne. Ist halt schon scheiße, dass Oligo da auch Bescheid weiß schon ein Stück weit, ne? Weil der halt mal hier war. Und ja. Jetzt ja, dann wird das sein, Partei da. Ich habe hier noch eine Mail, die wohl kryptisch ist. Naja gut, wir müssen das weitermachen. Es geht ja um was, um meine Mutter und mich. Deine Mutter wird sterben, wart ab. 069a, lass die Affen aus dem Zoo. Show, CHO. Lass die Affen aus dem Zoo, Blanco. Lass die Affen aus dem Zoo, Show. Lass die Affen aus dem Zoo, Puh, 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 Puh. Lass die Affen aus dem Zoo, Puh, 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 Puh. Lass die Affen aus dem Zoo, Puh, 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 Puh. Lass die Affen aus dem Zoo, Puh, 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 Puh. Lass die Affen aus dem Zoo. Attention, Aslak, Stereotyp 2. Barberhaft ist zurück, lass die Affen aus dem Zoo. Der Offenbacher Show kommt asozial wie nie zuvor. Lucky, Luciano, Flo, Mafia Rap, Fuck New York. Die Freiheitsstatue ist eine Ruhe und ich fix sie. Blanco pumpt den Beat, ich erschieß diesen Swiss Beats. Sie trinken Hennessy und denken, sie sind 50 Cent. MCs in Germany blasen in Michigan. Lass die Straße brennen, das ist FFM. Manhattan-Messer in dein Arsch loswerde ich mit deinen Reihen und Ketten. OF, nein, bleibt Ghetto, in dieser Stadt bin ich geboren, Kapitalverbrechen für Kapital, Hardcore. Drive-by mit AKs, siehst die Löcher noch am Tatort, bleib in deinem Dorf, sonst gibt's Kugeln in dein Kaffer.
Original Gangster Vitalians, die killen Teflon Don, Hafti Gotti, ihn zwingt Zimmer, Trafi ihn zu singen, lass die Affen aus dem Zoo, Show, lass die Affen aus dem Zoo, Blanco, lass die Affen aus dem Zoo, Show, lass die Affen aus dem Zoo, Puh, 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 lass die Affen aus dem Zoo, Puh, 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 lass die Affen aus dem Zoo, Puh, 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 lass die Affen aus dem Zoo. So, jetzt muss ich runterscrollen. Ja, nochmal, lass die Affen aus dem Zoo, Puh, 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 lass die Affen aus dem Zoo, Generation Al Capone, EA, Show. Plus Wachstumshormone, lass die Affen aus dem Zoo, die kleinen Platzpatronen, schickt sie euren Bodyguards, ich mach's skrupellos wie Dutch Schulz und komm an mit der Tommy Gun, Automatik Gun, was jetzt los, Oliver? Wenn soweit du kannst, ich hoffe, Marathon war dein Hobby, Chap, Kopfschuss für den Officer, bevor er auf den Boden fällt. Wenn die Schrotflinte bängt, Schlampe, will ich Tote sehen, Kilogrammchen Kokain-Dealer, so wie Tony M. Mein Kontakt war ein Holländer, der vermittelt nach Kolumbien, S-Klasse Long Version, finanziert mit Drogengeldern, Scheiß aufs Finanzamt, Chromfelgen auf den großen Benz, 100% kriminell, bis es heißt, the world is mine, Germany, ich fick dich in den Hals, Allah, drittes Reich, umgeben von Gewalt, hast halt hier keine Predigt, hol die Schrotis aus dem Schrank, lass die Pitis aus dem Käfig, lass die Affen aus dem Zoo, Show. Lass die Affen aus dem Zoo, Blanco. Lass die Affen aus dem Zoo, Show, Puh, 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 Puh. Ist gleich überstanden. Lass die Affen aus dem Zoo, Show, Puh, Puh, Puh. Genau, da waren wir schon. Lass die Affen aus dem Zoo, Puh, 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 Puh. Lass die Affen aus dem Zoo, Puh, Puh, Puh. Lass die Affen aus dem Zoo, Puh, Puh, Puh. Lass die Affen aus dem Zoo, Aslak, Baba Haft, Motherfuck Nummer 1. Oh. So. Ja, das sind irgendwie alles so indirekte Morddrohungen. Geht ja die ganze Zeit irgendwie um Kopfschuss und Waffen und so ein Kram. So, jetzt hier wieder, die Überschrift, darauf kommt es auch an. Verdammter Judenfreund. 1932 habe ich mir für ca. 300 Reichsmark ein Pinselset gekauft. Diese waren im Sommer schon Schrott, weil irgendwie Sandkörner in die Haare gekommen sind. Fand ich schon wunderlich, weil ich nur in Strandnähe war. Kostete mich dann 100 Reichsmark Reparatur, weil der Kunsthändler dafür keine Garantie übernehmen wollte. Vor 2 Monaten habe ich sie zurückbekommen. 1933 dann der nächste Schaden. Die Zwinge des Rundpinsels ist kaputt, einfach so. Ohne Rundpinsel ist das Set aber weitgehend wertlos. Mal schauen, was der Kunsthändler sagt und ob diesmal die Garantie wenigstens zieht. Ich ärgere mich nur, dass ich so viel für ein Pinselset ausgegeben habe, die innerhalb eines Jahres schon zum zweiten Mal kaputt sind und mich jetzt wieder mit dem fetten jüdischen Kunsthändler rumärgern darf. Nochmal bin ich nicht bereit, Geld dafür auszugeben. Also sagt ja alles. Naja. Ja, diese jugendfeindlichen Aussagen, die dürfen das ist schon gehen uns jeden Tag so. Ja. So, ich denke, das kommt heute. Naja, nein, ist gut, dass wir das noch dokumentieren, was noch kommt. Das jetzt und, alles? Nein, es sind noch zwei. Ja, machen wir die noch schnell und dann. Genau, dann sollte auch erstmal reichen. Aslak ja. Motherfuck. 1 Uhr nachts, draußen ist Vollmond. Die Street meine Bitch und die schuldet mir Euros. Ich kann zwar nicht perfekt Deutsch, Show. Doch hab mehr Cash stecken als der Wert von deinem Gold. Ach, Mimon, das ist wieder so eine Spam. Ja, das kannst du gleich lassen. Mach mal ja. Nur kurz die durch und erst den ersten Satz lesen und dann sehen wir schon, ob genau. Privat oder nicht. Hier, Moment, wieder an euch, in diesem Sinne. So, Mimon, es reicht mir jetzt. Ich habe gehört, du träubst dich mit diesen Juden der NWO rum. Sollte die uns die NWO-Security uns noch einmal in unseren Operationen hindern, dann gibt's hier eine zweite Kristallnacht. Sag NWO, Kai und all den Mongos der NWO, sie können sich warm anziehen. Da hilft auch keine Security mehr, wie bereits bei Oligo. Sie nicht. Ich werde deine Juden, Lutsch, Ende, Scheißmutter, öffentlich vergewaltigen und ihre Eingeweide in der Runde verteilen, damit wir ihre Reste schön durchficken können. Sultanine Chats. Na wunderbar. Naja, wundert mich nicht. Hier, es sind leider noch ganz andere. Okay. Ist wichtig. Es geht um Irene und dich, Geierbastard. Alles groß geschrieben. Ich will, dass du mein Kacker ist. Papa hat die Scheide kross. Papa Scheide ist sehr groß. Papa Scheide ist sehr dick. Papa Scheide macht fick fick. Hakan hat Butterfly und bedroht mich. Bekomme Kackreiz plus Lusttropfen. Irene hat die Scheide kahl. Ich trinke Tee in einem Saal. Papa Stickstoff ist aus Stahl. Bald, Mimon, bald. Ja, was meint der jetzt mit bald? Das ist schon wieder ja. Eine Drohung. Und jetzt hier wieder, du wirst sterben. Ich träume davon, wie ich ihren halb steifen Schwanz abschneiden und sie dann ärztlich verpflege, um sie danach an einen Stuhl zu binden und dann viele schöne Frauen und ihrer Mutter bei einem Gruppensex durchficke und sie einen Phantomsteifen bekommen. Sie werden als Jungfrau sterben, du Uhrensohn. Mit freundlichen Grüßen, unser beliebter Rothaar-Schenks. Dieses kranke Schwein. Ich habe mich nur auf der Liste nach oben gestellt.
Der ist Prio 1, also die höchste Prio. Der Aquava droht weiterhin, ja, dieser Jemenit. Ich werde aus sehr weit extra zu dir kommen, mein Habibi. Parker mit Messer und Katschi. Was war's? Gut, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Moment, wo ist der? Nee, nee, der will, der verratet gerade seine Position, ne? Ja, aber jetzt erstmal, warte mal, so wird es kommen, Mimon. Heil, 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 heil. Auf Dauer soll es euch nicht gelingen, unser Reich ins Joch zu zwingen. Zittert feige, ihr Verbrecher, drohend wächst die Schar der Rächer. Nein, auf ewig soll es euch nicht gelingen, unser Reich ins Joch zu zwingen. Zittert feige, ihr verdammten Verbrecher, täglich wächst die Zahl der Rächer. Heil dir, Germania. Was mit der ganzen Welt vereint, im größten Völkerring, konnte die Übermacht letztlich das Deutsche Reich bezwingen. Zwei große Kriege nur aus Habgier, Missgunst, Hass und Mord, und auch heute heucheln sie, sie hätten uns befreit. Die letzte Reichsregierung völkerrechtswidrig in Haft, unsere Elite massakriert, die Feinde hatten es geschafft. Die Deutschen vogelfrei, die Fremdmächte führten Regie, totale Umerziehung hieß ab jetzt die Strategie. Ein vorläufiges Grundgesetz gab es als Geschenk, es gilt noch jetzt von den Besatzern, die bis heute nicht gehen, war dieser Staat schon jemals souverän. Heil, 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 heil. Die BRD ist uns egal und völlig gleich, denn unsere Heimat ist das Deutsche Reich. Die Republik ist uns egal, vollkommen gleich, denn unser Auftrag ist und bleibt das Deutsche Reich, Germania. Wird langsam Zeit, dass ihr es kapiert, das Reich hat nie kapituliert. Trotz Raubtod und Vertreibung, Mord besteht's in alten Grenzen fort. Deutsch jedes Haus, deutsch jeder Ort, das Reich besteht noch immer fort. Mit Umerziehungsplänen für uns bereits im Marschgepäck. Und heute sehen wir die Früchte all dieser ganze Dreck. Moment. So machten sie das Reich handlungsunfähig und zunichte, und ab 45 schreibt jetzt der Sieger die Geschichte. Die Kriegsschuldlüge hat man uns seitdem gelehrt, doch freie Selbstbestimmung wurde uns verwehrt. Der Tag muss kommen und wir wollen ihn noch erleben, wo freie Deutsche sich eine Verfassung geben. Lasst es durch die Straßen schallen, die Fremdherrschaft muss endlich fallen. Lasst es durch die Gassen hallen, sie sind nur Knechte und Vasallen. Heil, 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 heil. Die BRD ist uns egal und völlig gleich, denn unsere Heimat ist das Deutsche Reich. Die Republik ist uns egal, vollkommen gleich, denn unser Auftrag ist und bleibt das Deutsche Reich, Germania. Wird langsam Zeit, dass ihr es kapiert, das Reich hat nie kapituliert, trotz Raub und Tod, Vertreibung und Mord besteht es in alten Grenzen fort. Deutsch jedes Haus, deutsch jeder Ort, das Reich besteht noch immer fort, die Zeit ist reif für uns und unser deutsches Reich. Ach Mann. Denn Dunkelheit beherrscht uns hier schon viel zu lang, tobt dem Tyrann, die Zeit ist reif für unsere Heimat, unser Reich. Denn Dunkelheit beherrscht uns hier schon viel zu lang, die Zeit ist reif für uns und unser deutsches Reich. Denn Dunkelheit beherrscht uns hier schon viel zu lang. Tod dem Tyrann, die Zeit ist frei für unsere Heimat, unser Reich. Denn Dunkelheit beherrscht uns hier schon viel zu lang. Ein Volk, ein Reich. Was war das? Ach, jetzt auch noch Nazis, oder wie? Ja, offensichtlich. Ja, weil die jetzt wissen, dass du mit Juden abhängst, ne? Ja. So, weiter ist jetzt aber im Moment hier nichts. Außer dieser Ababa und dann nochmal hier der Geierbastard. Muss mal gucken. Nee, ist weiter nichts. Nichts, was wir eigentlich auch schon hätten. Gut. Harter Tobak. Muss man sagen. Wie viele Mails sind das noch, Mimon? Also ich glaube, mein Reiter hat es geklingelt. Ach, haben die was wieder, gefunden schon? Er kriegt wahrscheinlich gerade Infos rein. Ja, ich können jetzt mal weitermachen. Aufgelegt. Ich keine Ahnung. Ich hoffe, soll ich ihn zurück anrufen oder soll ich einfach jetzt... Ah, da ruft schon an. Einen Moment. Das ist Rosenthal wahrscheinlich, ja. Ja. Nimm's an. Hier ist noch eine wichtige Mail in Bezug auf Oligo. Sollte Priorität haben. Nochmal im eigenen Sinne. Oligo hat sie auf dem Schirm, Siedlerbrigadabauter, männischer Drecksjudenjockel. Du und deine NWO werden wir öffentlich hängen und erschießen und wir werden deine Mutter zusehen lassen, du AIDS-kranker Nafri. Okay, mich hat gerade jemand der Reichshänder angerufen. Reichshänder hat gesagt, dass wir jemanden haben. Sehr gut. Das erste Bild haben wir schon, das ging schnell. Weil während ich hier das alles hier protokolliere, habe ich schon weitere geschickt. Und der Rothaarschenks, der war mir ein bisschen gefährlich, deswegen habe ich ihn hochgestuft. Reichshänder hat jetzt ein Bild, der sendet mir das jetzt gleich durch einen... Ich öffne jetzt erstmal einen richtigen Server, einen sicheren Server. Ja, Aaron, aber das prallt inzwischen ja mir ab. Ich bin ja jetzt im sicheren Hafen bei euch. Und wenn es sein muss, raste ich dermaßen körperlich aus, dann gibt es ein Blutbad. Und dann werde ich zwar vielleicht leicht oder mittelschwer verletzt sein, aber die anderen werden nicht mehr handlungsfähig sein. Und dann
halte ich dich auch fest, bis die Polizei kommt. Wenn das mein Schicksal ist, dann muss ich das eben auch durchstehen. Ah, ja, finde ich gut. Da ist ein Bild gekommen. Das ist mutmaßlich Rothaar Shanks. Aber das ist gut, dass wir heute mal hier so einen Rundumschlag machen. Ja. Ja. Ja, wir müssen mal ein bisschen reinrichten. Gibt es auch schon einen Namen zu? Oder heißt er wirklich Rothaar Shanks? Nein, Rothaar Shanks, so nennt er sich. Aber bis jetzt hat er nicht mehr rausbekommen. Sobald er was Neues hat, sagt er uns Bescheid. Ja, okay, alles klar. Oh. Und ich habe da schon eine Idee, warum der Killer Akbar immer noch ihnen derartige Drohmails schreibt. Und zwar, dass es zwei Personen sind. Aha. Da ich jetzt hier auch verschiedene IPs bekomme, wenn ich die nachverfolge. Ja. Und wir müssen jetzt erstmal noch herausfinden, wer die andere Person ist. Das ist ziemlich komisch. Sonst ist das ja immer dieselbe Person. Zum ersten Mal führen zwei Personen dieselbe Rolle, beziehungsweise denselben Namen. Lest mal, was gerade Hatebox schreibt. Oh, oh. Hatebox, oh, oh. Ja, eben hat ja schon Mails an ihn gerichtet, von daher kann das gut sein. Lest, was Hatebox gerade schreibt. Ich glaube, wir müssen Notfallcode 947 auslösen. Schickt die Einsatztruppe los. Weiter? Falls Einsatztruppe schicken erstmal. Notfallcode 947 bitte auslösen. Alles klar. Okay. Freigabe grün. Ich gebe das zu Protokoll und dann wird das weitergeleitet. Es sind momentan beide keine Mails, außer von diesem Kehl Akbar und die Belanglosen vom Geierbastard. Nichts Neues. Ich glaube, diesen Kehl Akbar muss ich eine höhere Priorität setzen als den Roten Shanks. Rothaar Shanks muss jetzt erstmal nach unten. Aber ich glaube nicht, dass die im System sind, dafür ist das so gut abgesichert. Aber es kann schon gut sein, dass, Oligus Konsorten oder andere Leute da aus dem Möwenkartell da eventuell mehrere Kenntnisse noch haben, dass wir jetzt mit Mimon kooperieren. Hatebox, bist du gerade an der Heerstraße oder bist du gerade unterwegs? Ansonsten würde ich sagen, komm jetzt mal zurück zur Zentrale. Du weißt ja, da haben wir ja unsere Security stehen. Da bist du dann sowieso erstmal sicher, wenn du jetzt keine Waffe gerade dabei hast. So, die Mails vom Kehl Akbar. Hakan 9mm, Kehl Akbar. Ich werde auch sehr, sehr weit zu dir kommen, mein Habibi. Und dir am Fickstock ja am Fickerle saugen zu können. Der Schorsch, der ist geldschwul. Ich will, dass der Penismus in Deutschland sich etabliert, du Rabauke bekommst, kannst gegen Penis gehauen, bist du freiwillig deiner H1, N1 verseuchten Marmar einen Zungenkuss gibst. Ich will, dass wir tanzen, ich will, dass du mich Schorsch nennst, du bist albern. Papa hat den Pipi wund, Papa fickt mich auf den Mund. Papa Schniedel ist sehr dick, Papa macht sich so schick, Papa ist Gangster mit Butterfly, Papa ist high, Papas Fickstab ist porös, Papa mir sein Fickstock stößt. Papa hat die Eichel taubar, Papas Fickstock ist beschaubar. Ich will, dass du mir deine Maul- und Klauenseuche gibst. Ich will mit dir im Regen tanzen und dich dann urplötzlich am Fickerine beschmatzen. Du Geierklauen, du Erbärmlicher, zieh dir Klauenanzug an und geh zum Vorstellungsgespräch. Zieh dir Schlüpfer an und geh zur Hochzeit mit Halbsteifen und Lusttropfen an Schniedeln, Mats. Ich bin Schorsch und du bist auch Schorsch. Wir werden uns vereinen, mein Lieber. Und ob du willst oder nicht, mein Arsch gehört dir. Ich will, dass du mich bedrohst und mich fickst, du Mehlwurm. Ich will, dass wir uns in Schlamm baden, mit Baggyhose und uns küssen. Ich liebe dich, dein dich immer lieben werdender Naruto, Osama, K. Schorsch, A, Pipi, Kaka, Irene hat das Mundwerk toll. Mein Papa ist schwoll. Bei du Durchfall trinkender Eunuchen Ritual mit Lotzer. Das war die erste Mail. Jetzt kommt die zweite. Hakan, großgeschrieben mit Messer und Katschi, selbe Mail, Kapsteifen, will ihn in deiner pompösen Maulscheide versenken. Du Zwitterwesen von Eunuchen, Eber, ich will, dass du ab heute dich Schorsch nennst. Dein neuer Name ist Schorsch, du Jarak, ich will, dass du mit einem Hammer auf meine Eichel dreschst, du Klabauterklon, und reiße dir die Haare aus deinem Mistschädel und klone dich mehrmals, um dich mehrmals gleichzeitig zu bestarren. Ich starr dich so lange an, bis du Steifen bekommst, du neoliberales Eunuchikum. Ich werde deine Synapsen mit Durchfall beschmieren, dann dir Windeln für Inkontinente anziehen, dann lese ich dir aus einem Märchenbuch und lass mich von dir anrotzen. Du bist mein Meister. Ich will, dass du meine Po-Scheide anbrüllst und ich will, dass du in den Spiegel mehrere Stunden lang starrst und dann zur Erkenntnis kommst, dass du ein Kahlwesen bist und dass man dir mal gehörig am Fickstock saugen muss, du Naruto, Osama, Kibu. Es kommen noch drei.
Okay. Ach du liebe Zeit. Bedroh mich mit Stock und Butterfly, du geiler Ehrenbube, ich bin der, ich bin. Schorsch, groß geschrieben ist es, der dich bebläst und dich mit Gewalt anstarrt, auch wenn du nicht willst, ich werde dich anstarren, auch wenn du schläfst. Und jetzt kommt alles groß geschrieben: Papa hat Rheuma, Papa ist scheubar, Papa will Fickerle, Papa hat Steifen, Papa will meinen Killermast greifen, ich bedrohe ihn mit Butterfly und mach Vorwärtsrolle. Dann, wenn du es nicht erwartest, du schwuler Kehl, Kiss, Otak, Ja, Amar, Anik, Imak, Shamuta, Kiss, Imak, Anik, Abuk, Shamuta, Yazipi, El, Ras, mit Z, Airi, Ja, Kelp, Kiss, Otak, Til, Aas, mit Z, Kisi, Ja, Schwanz, Schmatzer. Ja, Hakan bedroht mich mit einem Butterfly, ich hab Steifen und Blase am Pillermatze wie Weltmeister. Hakan hat mit dem Butterfly mich Bedrohung getut, gemacht. Ich habe als Alman gekuscht und bin in Mamas Scheide gekochen und habe zitternd am Daumen genuckelt. Und alles wegen dir als Strafe wirst du mich anstarren, bis du dehydrierst. Der kann perfekt Deutsch. Und ich muss dann deinen Pup riechen. Wir machen dann einen Schneidersitz und starren uns gegenseitig an und ziehen gegenseitig an unseren Pellermatzen. Bin stinkspules Mistvieh und knabber an Urinsteinen, du AA, essender Trapuster. So, jetzt kommt die letzte und dann mache ich auch nichts mehr. Aber doch, da sind leider wieder zwei im Moment. Okay. Papa hat die Ficke lang, Papas Fickstock macht mir bang, Papas Fickerle ist mächtig, ich habe einen Steifen, bin dick, schwul und Blase, Pillermasse für Schwarztee, willst Durchfall, ich bin homo. So, was haben wir hier? Ach, jetzt schon wieder hier, aber das, irgendwo hört es auf. Jetzt ist wieder hier was. Was soll das, Mimon? Vor einem Jahr habe ich mir für ca. 30 Millionen Reichsmark ein Konzentrationslager von Mimon Baraka gekauft. Nee, das lese ich jetzt nicht vor, das ist mir zu blöd. Das sind immer wieder dieselben Schwachköpfe. Richtig, richtig. Ja. Ja, wir haben jetzt erstmal auch viel zu tun, Mimon. Ja, genau. Alles nachverfolgen. Und hier wieder deine Mutter und Analfistur und Zuhälter und alles sowas. Das, irgendwo ganz auf. Dann sind wir hier um 10 noch sogar. Ja, genau, genau. Ja, wir haben die wichtigsten, die gefährlichsten. Richtig, richtig. Ja, und notfalls können wir, wenn wir dann Resultate haben, ja dann ohnehin später die Mails auch nochmal abarbeiten. Genau, genau. Muss ja nicht alles auf einen Schlag sein. Guck mal, wir sitzen jetzt schon seit 2 Stunden da dran. Ja, ja, eben. Zeit investieren dafür, man muss die kriegen. Ja, genau. Weil als Top, also höchste Priorität würde ich Kel Akbaba sagen, dann Rothaarschenks und die ganzen weiteren werde ich noch herausfinden, ob das dieselbe Person ist oder verschiedene Menschen. Ja, also, jo. Wenn ich in Gefahr genau. bin, bitte hier auf Security abstellen für mich, wenn ich ja, die ist eh vorhanden. Ja. Sind die Geister noch da? Ja, die zwei Geister sind noch super. Da. Ja, ich mag die richtig, die sind unauffällig, die ja. sind also wirklich. Also wenn ich der Typ dazu wäre, würde ich mich auch zu sowas ausbilden lassen, aber das ist nicht meine Natur. Das ist dein Gebiet, ne? Dein genau. Gebiet ist halt schon die Anständigung. Genau. Und, ja, und bei mir die Männer, weißt du, Männer fürs Grobe findet man immer überall. Ja, weißt ja, du? Ja. Also, ich bin auch nicht dafür gemacht. Ich bin besser. Nein, ich habe lieber Büro und IT und so. Das ja. ist besser als das Grobe, ja. Alles klar, hey, wir schicken jetzt jemanden. So, also wenn alle Stricke reißen, leihe ich mir morgen oder übermorgen 50 Euro, für, damit ich ein bisschen Geld habe für mich und nehme mein Handy mit, pack was ein für ein paar Tage und fahre dann in eine der Synagogen notfalls. Ja, genau. Mit dem Pergament, ja. So, ich habe die Beweisaufnahme soweit abgeschlossen. Ich bin dann auch mal wieder weg. Ja, vielen Dank für deine Nachricht. Ja, denk noch an Hochladen und dann schönen Feierabend. Ja, ist alles schon Datenbank. Eingespeist, die Datenbank, genau. Sehr gut, ja. Ja, sehr gut. Shalom. 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 Ich komme auch selbst mit dem Taxi. Ihr braucht euch keine Umstände machen. Je unauffälliger, desto besser. Ich würde eh sagen, dass wir das eh nur im allergrößten Notfall machen, dass du dann da notfalls abbauen musst, weil noch haben ja. wir die zwei Geister vor Ort. Die schlagen dann, wenn irgendwas Gravierendes vorfällt, also zum Beispiel bewaffnete ja. Leute, dann schlagen die sofort Alarm. Genau. Und du musst auch wissen, die Leute in der Synagoge, die ja, die haben so halt, die wissen, die müssen halt auch wissen zuerst, dass du überhaupt kommst. Ne? Ja. Also ich meine, wenn da kann jeder kommen, weißt du, ich kann auch gehen und ja, aber sagen, das Pergament ist doch meine Legitimation, wo ist das Problem? Genau. Ja, das Problem ist, wir haben auch schon den Fall, dass ehemalige NWO-Aussteiger mit ihren Pergamenten dahin gegangen sind und ja. die auch teilweise kopiert und gefälscht haben. Ach so. Ja. Deswegen, wenn ein Anruf geht, dann schnell, also das ist nicht das Problem. Ja. Niemand, ich wollte mal nachfragen, hast du schon mal über einen Notfalls,
Notfallplan nachgedacht, wo du dann ab. Ja, das habe ich schon mit Jaron besprochen. Nee, ist meiner Meinung. Du musst da dann im Hinterhof dann raus, ne? Weil wenn du vorne rausgehst, das wäre ja zu gefährlich. Ja. Hast du das kann ich. Im Hinterhof abzuhauen? Ja, da ist der Garten meiner Vermieterin, da kann ich kurz über den Zaun und dann bin ich erstmal weg, ja. Ja, perfekt. Aber so weit wird es, denke ich mal, nicht kommen. Nein. Dafür sorgen wir. Genau, ja. Und wenn alle Stricke reißen, sage ich euch ganz ehrlich, verbarrikadiere ich mich hier und halte die so lange in Schach, wenn die hier in die Wohnung rein wollen, bis die Polizei hier ist. Mein Fall ist ja bekannt am Abschnitt 47. Die kommen dann auch, wenn ich sage, ich bin hier in akuter Lebensgefahr. Also das ist nicht das Thema. Mir werden die Nerven schon nicht durchgehen. Ja, eben. Dann müssten die ohnehin erstmal die Geister oder sowas niederschießen oder irgendwie außer Gefecht setzen. Genau. Und wir machen ja 5-minütige Pager-Kontrollen. Also wir würden das dann schon mitkriegen, im schlimmsten Fall. Hast du denn bei der Hauptkommissarin schon angegeben, dass die dich auch observiert haben? Also dieser Fake-Captain da? Ja, sie nimmt das nicht für voll, die Frau Ewert. Nimmt sie nicht ernst, ne? Ja, siehst du. Da siehst du wieder, ne? Da ist halt. Die bei der Polizei, die sind die machen erst was, wenn was passiert, ne? Genau. Ist immer so. Ja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja. Und wir sagen halt, Vorbeugen. Vorbeugung ist halt wichtiger. Und das hast du jetzt und deshalb alles gut. Notfallplan steht bereit. Wir haben jetzt etliche auf der Liste, die aus dem Berg hergezogen werden oder wie auch immer. Ja, genau. Die Einteilung ist gemacht von den Prioritäten, Reiter, ne? Ja. Kannst du sonst Jolanda morgen sagen, du gibst dir die Liste nochmal durch, auch für uns? Das kann ich machen. Hier im Westen, ja, sehr gut. Perfekt. Ja, und verstehe. Am besten alle Synagogen in Berlin instruieren, damit ich vielleicht freie Wahl habe. Genau. Aber die Synagoge, die ich gerade genannt habe. Am besten vielleicht auch, wenn wir keine familiären Verbindungen mehr dazu haben, weil meine Halbschwester sich mit meiner Mutter überworfen hat vor Jahren und Jahrzehnten, was aber nicht Schuld meiner Mutter ist, sondern Teil der Unreife von Judith, ehemals Christiane Judith Lahn. Die pendelt zwischen Tel Aviv und Berlin, hat jetzt wieder einen neuen Lebensgefährten, nachdem der Michael an Leberkrebs damals gestorben ist. Judith Lahn, ne? Auch Mitglied in einer Loge, ich weiß nicht welcher, ehemalig hier zuständig in der Berliner jüdischen Gemeinde für Konvertierung und Bestattung, inzwischen früh berentet. Judith Lahn, ehemals Christiane, ne? Als sie noch Christin war. Okay. Alles klar. Vielleicht kann da auch irgendwie dann Hilfe generiert werden, wenn alle Stricke reißen. Vielleicht ist sie ja eigentlich. Soweit sollte das gar nicht kommen. Eigentlich. Wenn sie erfährt, was ihrem Halbbruder hier zugestoßen ist. Ja, ich sage immer, zum Glück ist noch nie was wirklich Physisches passiert. Die observiert nichts, die schießen auf dein Holz, aber und ich bin auch Onkel, ihre Kinder schon erwachsen. Mein Neffe heißt Manuel Lahn und meine Nichte heißt Simone, jetzt nicht mehr Lahn, sondern sie ist verheiratet mit einem auch musaischen Deutschen, der eine Offset-Druckerei in Kreuzberg hat. Ah, cool. Ja. Gut. Leute, die sind vor meiner Haustür. Was war's? Oligo oder wie? Ich weiß nicht, die klingeln mir die ganze Zeit. Ich kann nicht laut reden. Ich tue so, als ob ich ganz ruhig bleiben. Unterstützung ist unterwegs. An dieser Stelle auch ein großes Lob an die Schreiter für die Überstunden heute. Ne? Also, ich habe dir angeboten, ins Büro zu kommen. Ne? Ihr macht das super. Also, Beatbox, keine Angst. Ich habe jetzt so viel geredet und vorgelesen, ich hole mir mal einen Humpen Wasser. Ja, klar. Beatbox, hast du Waffen gesehen? Die versuchen bei mir einzubrechen, die spielen am Schloss. Oh Gott, echt? Hast du schon eine Waffe rausgeholt? Ja, ist alles bereit. Ich warte nur noch, bis die durch sind. Gleich haben die Tür auf. Puh. Ruhig bleiben, ne? Markus noch da? Oh Gott. Die sind gleich durch. Ich denke noch eine Minute oder so und dann sind die, wenn jetzt keine Leute, ich kann auch keine Bullen schicken. Puh. Okay, wie lieber mit? Weißt du, was du in Notfällen zu machen hast? Ja. Da kriege ich es auch mit der Angst zu tun. Ich glaube, ich gehe doch in die Forensik. Ich habe bald meinen Arzttermin. Markus, wir haben die deine Adresse gefunden. Im Notfall schießt du halt. Aber wirklich nur, Markus, du weißt, ne? Mach keine Scheiße, ohne Scheiß jetzt. Oh Gott. Er hat ja einen Waffenschein von daher. Hat ja, nicht ja, der kann ja schießen, aber hey, ich meine. Lieber erstmal auf die Beine schießen, wenn die nur Messer haben oder so. Nennt mir bitte jetzt schon mal eine Synagoge, die eingeweiht ist und die auch nicht so weit von ihr weg ist. Ist wichtig.
Ich hatte ja vorher gesagt. Ihr Dreckschweine! Wow. Was? What the fuck? Scheiße. Junge, alles klar? Fuck. Haben wir Agenten vor Ort? Haben wir Agenten in seiner Hey, Jungs, jetzt ist es nicht mehr lustig jetzt, ne? Reiter. Sofort ein fucking Tracking-Team da, sofort jetzt. Auf vom Team, sofort. Reiter. Reiter? Scheiße, der ist jetzt nicht da. Kann jemand bei der Zentrale anrufen, schnell? Warte, ich ruf gleich einen Moment. Der kämpft um sein Leben. Die NWO sieht alles. Staatsschutz!